Herzlich willkommen zum Finale von Let's Play FIFA 13 und dem Finale in der Europa League. Ist ja klar, das Europa League Finale kommt immer vorm Champions League Finale, ne? Also, ich erst gestern gegen Zenit St. Petersburg. Ah, wusste ich's doch. Gut. Die Aufstellung vom ersten FC Kaiserslautern im Tor mit Nummer 1 Michael Rensing, 2 Jan Simonek, 3 Leon Jessen, 8 Muamalo Idrisu, 9 Sretjan Lakic, 12 Moritz Doppelkamp, 13 Sumana Kamara, 20 Thomas Kahlenberg, 23 Florian Dick, 30 Patrick Funk und 34 Christoph Moritz. Zenit St. Petersburg im Tor Nummer 16 Vyacheslav Malafiev, 2 Alexander Anjukov, 3 Bruno Alves, 4 Domenico Criscito, 6 Nicola Lomberts, 10 Dani, 11 Alexander Kershakov, 15 Roman Shirokov, 27 Igor Denisov, 28 Axel Witzel und 29 Hulk. Herzlich willkommen im Etihad Stadium City of Manchester zum Europa League Finale. Erster FC Kaiserslautern gegen Zenit St. Petersburg. Es ist soweit. So, jetzt gebe ich alles. Haha, Stoppelkamp. Luckage. Komm. Oh, da war schon der erste. Erste Chance. Ich bin doch ein bisschen nervös. Stoppelkamp. Idrisu. Schön! Stoppelkamp, Direktabnahme! Und klasse Parade! Vom Keeper von St. Petersburg, Stoppelkamp, Ecke, links. Oh, gut so. Direkt von Anfang, druckvoll. Lafiev. Oh, Abstoß, schöner Kopfball. Da ist der Ball wieder bei in der Hälfte von St. Petersburg. Florian Dick. Schöner Pass zu Stoppelkamp und weiter zu Lakic. Schuss. Tor! 12. Spielminute. Der FC Kaiserslautern geht in Führung. Ja. Mann, könnte 78 Minuten lang sein. Danny. Shirokov, Criscito, Kershakov, Shirokov, schön Stoppelkamp, Zweikampf stark, aber passschwach. Einwurf Petersburg. Freistoß, Petersburg! Harlock. Und ganz sicher aufgenommen von Rensing! Werfen wir mal zum Florian Dick. Schön, Idrisu! Schön aufmerksam! Und rüber zu Lakic! Und wieder Idrisu! Da wollen sie sich ins Tor kombinieren. Stoppelkamp.
Tja, das Spiel des 1. FC Kaiserslautern ist sehr rechtslastig, deswegen verlegen wir mal nach links. Kallenberg. Schön! Kallenberg, komm rein! Tor! Lakic! 2-0! 31. Minute! Geiles Ding! Ja, die Flanke von Kallenberg und die Direktabnahme per Volley. Da kann sich Malafiev strecken, wie er will. Das Ding kriegt er nie und nimmer. Das Ding hätte nicht mal Oliver Kahn gehalten. Er ist der Beste. War der Beste. Stoppelkamp. Witzel von Petersburg wird in die eigene Hälfte zurückgedrängt. Jawohl, hier sind ganz sicher. Rüber zu Moritz. Stoppelkamp. Mann! Fehlpass. Gut aufgepasst. Weil. Wie bist du? Stoppelkamp. Die harmonieren gut. Ah, und da ist er dran mit einer Hand. Malafiev. Ecke, Stoppelkamp. Ha. Wurde beim Kopfballversuch geschubst. Florian Dick. Unnötig ins Ausgespielt. So. 3 Minuten Nachspielzeit. Wofür? 2 hätte gelangt. Oh, das kriegt er denn noch mal Freistoß. Mein Nerve. Komm, raus. Ja, Rensing. Klasse. Super. Bin stolz auf dich. Idrisu. Ah, schlecht. Halbzeit. Die Hälfte der Hand ist eingefahren. Noch 45 Minuten. Dann ist das Let's Play mit dem 1. FC Kaiserslautern beendet. Und das vorletzte Spiel von Let's Play FIFA 13. Lakic. Schlechter Heber. Oh Mann. Muss mal gut, dass ich nochmal die Kontrolle über das Spiel hier erlange. Ich will Petersburg mein Spiel aufzwingen. Aber auch nix ja wohl. Mann! Lassen den bloß nicht geschubst. Jawoll! Gut so! Patrick Wonk. Ich dreh zu! Und jetzt machen wir die paar Meter! Und jetzt Feuer frei! Au, der geht vorbei. Weiter Druck voll nach vorne. Keine zwingende Aktionen mehr nach vorne. Weil 2-0 in dem Finale ist doch ganz gut. Ein bisschen schön spielen für euch. Diese Kallenberg. Lakic. Zu. Ha! Bleibt der liegen? Ne, da war es doch richtig, weiter zu spielen.
Da wollte er sich doch auf Freistoß ergaulern. So, bitte zu. Noch 20 Minuten. Jawohl. Oh, Pfosten! Bloß jetzt nicht in den Konter reinlaufen. Oh ne! Dani, alleine! Da kommt Funk! Kann hier nicht ablaufen! Doch! Er hat ihn! Jawoll! Gut so, noch 14 Minuten, komm, durchhalten! Die Null bleibt stehen, dass das klar ist. St. Petersburg wechselt. Es kommt der Spieler mit der Nummer 20, Viktor Feizulin, für zwei Alexander Anjukov. Die werfen also alles nochmal nach vorne. Immerhin noch 6 Minuten Zeit. Immerhin noch genug für 2 Tore, um die Verlängerung zu erzwingen. Als Bayern-Fan weiß ich, wie schnell es geht, wie schnell man 2 Tore kriegt. Aber da ist die Entscheidung. Kallenberg. 3-0. 87 Minuten. Das ist es doch. Da ist es doch. Mann. Ja, ja, ja. Abseits. Wie lange noch? 45 Sekunden. So, die reguläre Spielzeit ist oben. 2 Minuten Nachspielzeit. Renzi wirft nochmal den Ball nach vorne. Es wartet jetzt alles auf die Schlusszüge des Schiedsrichters. Und den ausbrechenden Jubel der Lautra. Und der Fans. Oh, meinem Jubel. Der hat sich noch in Grenzen, weil ich habe noch im Anschluss das Spiel. Petersburg kriegt noch mal einen Einwurf. Wenn ihr wisst, wie ich da rumzappel. So, Einwurf. Das muss doch jetzt hin. Mensch, pfeif ab. Raus das Ding. Ja. Ja. Der erste FC Kaiserslautern gewinnt die Europa League. Ja. Ja. Na, Kaiserslautern schlägt im Etihad Stadium City of Manchester St. Petersburg mit 3-0. Ah, mein Köln vom Zweitligist Sommer Europa League Sieger. Jawohl. Schön, wenn man am Ende die Früchte einfahren kann, wenn Ernte Zeit ist. Da ist das Ding! Lal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 a. So. Oh, 2.800.000. Vorher schon hat er Geld bei der Luft gemacht. Jawohl. So, das war's vom Let's Play FIFA 13. Quatsch. Vom 1. FC Kaiserslautern. Im Anschluss folgt jetzt noch das Champions League Finale vom FC Bayern München gegen FC Barcelona. Bleibt dran. Und das sind wir auch schon.
Ah, noch ein Spiel. Willkommen zum letzten FIFA 13 Spiel. Let's Play. Ist auch für mich schon Abschied vom FIFA 13. Denn ab übermorgen gibt's FIFA 14. So, die Ausstellung vom FC Bayern München. Im Tor Nummer 1. Manuel Neuer 2. Philipp Bullscheid 4. Dante 7. Franck Ribéry 8. Ravi Martinez 9. Mario Mandzukic 13. Rafinha 14. Mesut Özil 25. Thomas Müller 27. David Alaba und 31. Bastian Schweinsteiger der FC Barcelona. Im Tor Nummer 1 Victor Valdes 4. Cesc Fabregas 5. Carles Puyol 6. Xavi 8. Andrés Iniesta 9. Alexis Sanchez 10. Lionel Messi 14. Javier Mascherano 16. Sergio Busquets 18. Jordi Alba und 19. Martin Montoya. Oh, David Villa und Abidal nur auf der Bank. Ob das gute Entscheidung war. Okay, los geht's! Herzlich willkommen in der Felddienstarena Gelsenkirchen zum Champions League und Let's Play FIFA 13 Finale. FC Bayern München gegen FC Barcelona. Was gibt es zum Abschluss Geileres? Ein Champions League Finale gegen Barcelona. Xavi. Ah, schon ganz an der Mannschaft zu spielen, ne? Aber mir schlottern zwar ein bisschen die Knie, aber nur Gott sei Dank unten rum. Mandzukic. Mario Mandzukic. Ribéry kommt noch an den Ball. Und Schweinsteiger. Kla Super, Junge. Da ist doch der Weg nach vorne. Ribéry, Ecke. Dante. Dranbleiben, Jungs. Müssen jetzt am Anfang das 1-0 zu erzwingen. Damit Barcelona merkt, hier ist nichts zu holen. Müller! Der schießt nicht. Ich habe B gedrückt. Nee, A. Stimmt. A ist ja zum Schießen da. So, Philipp Wollscheid. Und so geht's. Oh Gott, was ein Schuss hier. Da lacht der Valdes. Thomas. Oh, zieh, 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 zieh. Jawohl, gut zu Alarm. Man zog ich rück mit auf. Zieh schon mal über Müller. Ah. Ein Wurf. Barcelona? Der hat doch weggeschossen. War einer von meinen noch dran? Jawohl, Müller. Tor! Philipp Bollscheid! Ja! Yeah! 24. Spielminute! Was für eine geile Ecke! Schönes Tor! Komm, 2-0 nachlegen! Özil! Ja! Den Schock der Basas ausgenutzt! Zum 2-0 erhöht! Ja! Ja! Das wird sehr emotional, man hört's. So, jetzt kann man ein bisschen runterfahren. Es muss Barcelona antworten. Woll! Treten auf die Fies! Mandzukic. Martinez. Oh, Mandzukic! Özil. Du sollst ins Tor schießen und nicht auf die Zuschauer.
Helmschutz mitbringen. Thomas Müller, Javi Martinez. Und die Bayern-Fans feiern schon. War noch gute Stunde zu spielen, Leute. Feiern ist noch nicht. Aber ich sehe sehr gut aus. Da habe ich ja meine Mission geschafft. Doppel, Triple. Wir stehen als Meister der zweiten Bundesliga, Pokalsieg, Europa League mit 1. FC Kaiserslautern. Bayern, deutsche Meisterschaft, Pokal habe ich gegen Dortmund gewonnen. Und jetzt fehlt nur noch ein Pot, um meine Mission zu erfüllen. Dann habe ich 6 Titel gewonnen. So, die erste Halbzeit neigt sich dem Ende zu. Jawohl, naja. Star, wenn man ihn braucht. Gut so. Und Halbzeit, 2-0. So. Anfangs der zweiten Partie möchte ich mich bei meinen Zuschauern, bei meinen Abonnenten fürs Einschalten bedanken. Bei Let's Play FIFA 13, das dauert ja schon seit März. Dann möchte ich mich bei meinen Freunden bedanken für die Unterstützung. Von den Leuten aus der FSX Rettungspiloten VA. Ja. Und dann möchte ich noch EA Sports danken für die Erlaubnis und Duldung des Let's Plays. Ja. Und vor allem möchte ich EA loben. Es ist das beste FIFA, was ich auf einer Nintendo-Konsole gezockt habe. Danke dafür. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe keine einzige Minute, keinen Cent bereut. Nur schade, dass das Können des FIFA 13 nicht in FIFA 14 fortgeführt wird, sondern es Rückschritte wie gibt. Ja, das kommt dann ab Montag, weil vorher ist nichts mehr kaufen. Warum kommen eigentlich die Spiele immer Ende des Monats statt Anfang des Monats? Oh, gut so. Morgen kommt dann der erste Part vom Formel 1 Pole Position 64. Ja. Ich habe tief im Archiv gegrabt. Oh. Gut so. Barcelona muss das jetzt mal aufmachen. Bietet doch Möglichkeiten zum Kontern. So, wenn dann der Schlusspfiff nachher ertönt, werde ich ruhig sein und lasse die Schwede den Triumph genießen mit euch. Ich hoffe, ihr könnt es auch. Fast der Doppelpack von Wolfscheid. Der hat sich wirklich gut gemacht. So, Dreierwechsel! Jetzt kommt der Spieler mit nochmal
10, Arjen Robben für 14, Mesut Özil. 16, Lukas Podolski für 25, Thomas Müller. Und 11, Miroslav Klose für 9, Mario Mandzukic. Noch 17 Minuten, dann ist das Let's Play vorbei. Lukas Podolski! Robben! Jawohl. Den Ball durch hin über Halle. Sollen wir den Katalanen jegliche Motivation auf den Sieg nehmen? Klose. Schweinsteiger. Klose! Au! Auf 10 Minuten. Klose nutzt den Patzer von Valdez. 83 Minute, das ist die Entscheidung. Eben im Europa League Finale habe ich die Entscheidung in der 87. gebracht. Hier in der 83. Jawohl. So, noch. Lalala. Jonke luscht mich, oder? Egal, wenn ich jetzt Barcelona wäre, ich würde kämpfen bis zum Schlusspfiff. Ja, das ist der Unterschied zwischen Bayern München, von mir gesteuert, und Barcelona vom Computer gesteuert, sage ich jetzt mal. Ich spiele mit Herz, mit Leib und Seele. Deswegen kommen die Ergebnisse dabei raus. So. Komm. Pfeif ab. Lukas Podolski! Tor! 4-0! Aus dem Stand hat er reingenetzt. Da flog kein Fußball ins Tor, da flog ein Torpedo rein. Gut so. Ja! Das war's! Bayern München gewinnt die Champions League! Nach einem 4-0 gegen Barcelona in der Felddienstarena. So, und jetzt genießen wir gemeinsam diese Siegerehrung. Das habe ich mir, das habt ihr euch, das haben wir uns verdient.
Wie hat mein Idol immer gebrüllt? Da ist das Ding! Das war's. Schon vorbei? So, vielen Dank. 8 Millionen. Wow. 960.000. Mods nicht. Da hast du die Champions League gewonnen, mein Freund. Und du modsch noch? So, vielen Dank beim Zuschauen von Let's Play FIFA 13. Ich hoffe, Sie schalten morgen wieder ein bei Formel 1 Pole Position 64. Bis dann. Tschüss.